mache das, weil ich glaube, dass jeder Mensch Ziele braucht, weil es einfach noch mehr als Spaß macht. Es gibt dir eine bestimmte Identität, es ist ein Way of Life und natürlich auch körperlich. Was kann ich durch Ernährung, durch Testing, durch periodisiertes Training erreichen? Was ist mein Limit? Was kann ich erreichen und was eben nicht? Und das ist ein sehr spannender Prozess. Wenige Minuten bevor man ins Wasser springt, bevor der Wettkampf also tatsächlich losgeht, hinterfragt man sich natürlich, hat man genug trainiert, hat man zu viel trainiert, ist die Zielzeit vielleicht zu aggressiv, zu offensiv ausgelegt oder tausend Dinge schießen dir durch den Kopf und es ist schon schwierig, dass ich da ruhig bleibe, trotz meiner Wettkampferfahrung von inzwischen bestimmt 20, 30 Triathlons und 4 Ironman. Entscheidend war natürlich jetzt die letzte Beratung mit Markus, unserem Ernährungswissenschaftler, in der Woche vor dem Ironman. Man checkt einfach nochmal alle Parameter, ob alles so angeschlagen hat, wie es sollte von der Ernährungsumstellung her, ob natürlich zum Beispiel das Vitamin D-Level hoch genug ist. Und dann konzentriert man sich auch schon auf den Wettkampf. Und diese wenigen Minuten vor dem Start, die sind sehr persönlich. Da gehe ich an meine Anfänge zurück. Ich erinnere mich an meinen ersten Sportverein mit 6 Jahren. Ich erinnere mich an meine ersten Pokale, an meine ersten Trainingslager, an alles, was ich im Sport erreicht habe, aber auch, was ich vielleicht nicht geschafft habe, wo ich gescheitert bin. Jetzt geht's los, ein Jahr Training zum zweiten Mal hier in Hamburg. Diesmal eine geänderte Strecke, kein Schwimmen leider, aber kann auch ein Vorteil sein. Insgesamt kürzere Laufzeit, also was den ganzen Wettkampf betrifft. Ich habe ziemlich gut geschlafen, gut gegessen gestern, eine schöne Pasta. Und heute werden wir sehen, ob alles klappt oder nicht. Das weiß man nie. Auch bei Weltklasseathleten ist es nicht sicher, dass sie ins Ziel kommen. Es kann viel passieren. Es ist ein langer Weg, optimales Wetter. Und ich freue mich, hier sein zu können und zu gucken, was passiert. Gar nichts mehr. Es war mein 4. Ironman. Es war der härteste von allen. Das Wetter war eigentlich ziemlich gut. Und dass das Schwimmen ausgefallen ist und dafür ein Lauf, war mir natürlich ganz recht. Habe ich ungefähr 40 Minuten netto gespart. Deswegen ist die Bestzeit mit 10:37. Keine tatsächliche Ironman-Bestzeit natürlich, aber selbst wenn man ungefähr 40 Minuten draufrechnet, bin ich knapp 35 Minuten schneller als bei meinem Rekord. Yeah.